Ja, hallo. Hier kommt mal wieder ein kleines Werbevideo für die Bäckerei Engelke. Mache ich gerne Werbevideos, private Werbevideos, weil die Produkte von Bäcker Engelke, von Kaffee Engelke, wirklich mich überzeugt haben und mir auch wirklich schmecken. Wir haben hier mal zur kleinen Erklärung, haben wir eine Domkruste, ne? Ein rustikales, also optisch ist es schon sehr ansprechend. Schön ausgebacken. Schön ausgebacken, ne? Ich könnte es ja auch mal anschneiden. Gut, da haben wir ein leckeres Brot. Ne? Nur mal, dass man es als Ganzes mal sieht, ne? Weil es macht ja schon, spricht mich schon so an. Ne? Also etwas weiter hier rüber haben wir die Brötchen. Auch so wie ich es mag, etwas dunkel gebacken. Ja, schön kross, ne? Schön gebacken. Kross. Ja. Ne? Die Form ist ansprechend. Goldfarben. Mhm. Also, ja. Und das, wir haben? Das ist der Nachtisch. Brot und Brötchen. Es geht hier um ein neues Produkt von Bäcker Engelke. Und zwar geht es um den Apfelkuchen. Der ist neu im Programm. Ich hatte das Glück, dass ich diesen Kuchen schon vor ein paar Tagen bei meiner Freundin probiert habe. Ne? Also ich zeige den Kuchen mal hier. Also das ist... Ja, wunderbares Teil. Ja, das viel ist... Viel Sahne. Eine Apfelschnitte obendrauf. Viel Sahne, frisch, ne? Frische Sahne. Also ein frischer Kuchen. Dann haben wir auch der Boden, also ich konnte nichts beanstanden, auch die Freundin, die hat also gesagt, den kannst du jederzeit wieder kaufen, wenn du bezahlst. Ne? Dafür habe ich ja meine 300-Euro-Scheine. Ne? So, Spaß beiseite, er hat irgendwie eine Karamell ist da irgendwie mit drin und Apfelstücke sind unten, kleine Apfelstücke, ne? Hier in dieser Sahne. Ne, also ganz lecker. Ne? Und heute habe ich mal selber einen Kaffee gekocht, ne? Einen Bio-Kaffee. Also da haben wir jetzt mal einen anderen Kaffee und dazu auch mal ganz neue Kaffeetassen, ne? In einem, naja, ganz besonderen Design. Gold, Kupfer. Ja, Gold, Kupfer, Metall. Ein schöner Griff dabei. Ja, ja. Ein bisschen klein, aber da passt schon was rein. Ne? Natürlich, man soll ja nicht hier, man kann ja nachschenken, ne? Man schenkt nach und ja, und das ist hier eigentlich ist das hier, der ist sehr schön, so eine optische Beilage, die Weintrauben, die passen nicht ganz so, muss ich sagen, ne? Also, es geht ja hier um Apfelkuchen, ne? Also aus Weintrauben macht man Wein und sogar Rosinen. Also für Leute, die jetzt sich nicht so gut auskennen. Ne? Ja, gut, ich will ja auch mal ein bisschen... Manchmal muss man ja auch weinen. Bei Weintrauben? Wein? Nee, aber es war nur so ein kleines... Ja, gut. Also dieser Apfel, also der hat... Also, das sind diese Äpfel für den Apfelkuchen, für die Apfeltorte. Ja. Apfelsahneschnitte. Genau. Jetzt tue ich mir ein Stückchen von dem Apfelkuchen auf. So. Nochmal, also ich bin wirklich begeistert von diesem Apfelkuchen, ne, weil er sehr frisch schmeckt und diese Apfelstücke und dieses bisschen karamellisiert, so, also ganz lecker. Ne? Ist neu im Programm. Kaffee Engelkes, Apfelkuchen. Über Kaffee Engelke brauche ich nicht mehr viel sagen. Tradition seit, da steht es auf der Tüte, seit 1891. Vierte Generation Bäckerei. Ja, so, ne? Das habe ich alles schon erwähnt. Es geht heute eigentlich wirklich nur um diesen Apfelkuchen. Ne? Und ja, dann lass das mal schmecken. Ich probiere erstmal. Und dann schenke ich mir einen Kaffee ein, der gehört ja dazu.
Also man schmeckt dieses Karamell raus und diese kleinen Apfelstücke da drin. Ein sehr gelungenes Tortenstück. Wirklich sehr gelungen. So, jetzt schenke ich mir einen Kaffee dazu ein. Mit den neuen Tassen. Frisch gebrüht, der Kaffee. Ne? Und, ne, also sind mal andere Tassen. Normalerweise habe ich immer Porzellangeschirr, ne? Aber das hat mich jetzt so angesprochen. Ja, also hierzu muss ich sagen, also ich, hier muss man öfters nachschenken, weil die Tassen, ja, was soll ich sagen? Also irgendwie, ich sag mal was zum Datum. Heute haben wir den 13. April 2021 und wir haben nicht Freitag, den 13. April. Sonst könnte man sagen, das liegt am Datum. Aber hier liegt es scheinbar doch an den Tassen. Einen dritten Versuch habe ich noch, sonst werde ich diese Tassen nicht mehr benutzen. Ja, gut. Ja, da scheint wirklich ein Fehler drin zu sein. Da ist ein Fehler in den Tassen. Also, das könnte man ja mal wieder, das könnte man ja mal nachforschen, wo der Fehler liegt. Ja, ne? Ja. Wir haben öfters einen Fehler, hier merkt man es gleich. Manchmal merkt man den Fehler erst später. Ne? Aber hier merkt man den Fehler gleich. Also diese Tassen haben sich zum Kaffeetrinken nicht bewährt. Ne? Und das hat so ein bisschen, ja, hat mir das Frühstück ein bisschen verdorben. Aber der Kuchen, der ist ja trotzdem... Der Kuchen ist super. Da kann man also jetzt nichts sagen. Wir konzentrieren uns auf den Kuchen. Ja. Und den Kaffee, lassen wir heute mal Kaffee sein. Genau. Wir haben eine kleine Kaffeewanne hier. Das ist ja trotzdem noch Glück gewesen, dass nicht so viel in die Hose gegangen ist oder auf die Hose gegangen ist. Ne? Dann guten Appetit. Danke.